Was ist eine FFP2-Maske? Eine FFP2-Maske besitzt, anders als eine Alltagsmaske, einen Partikelfilter. Dieser soll Tröpfchen, Partikel und Aerosole zu mindestens 94% aus der Luft filtern. Eigentlich handelt es sich bei FFP2-Masken um Arbeitsschutzmasken. Derzeit werden sie jedoch als wirksamer Infektionsschutz gegen Corona eingesetzt. Für die Corona-Pandemie empfohlen werden FFP2-Masken ohne Atemventil. Wie sicher sind FFP2-Masken? Mit Alltagsmasken schützt man als Träger vor allem andere Menschen. Eine FFP2-Maske ohne Atemventil schützt sowohl den Träger als auch dessen Gegenüber. Denn sie filtert sowohl die eingeatmete als auch die ausgeatmete Luft. Eine Maske mit Ventil würde nur den Träger schützen, da sie nur die eingeatmete Luft filtert. FFP2-Masken gelten als sehr sicher. Einen hundertprozentigen Schutz bietet aber auch sie nicht. Der Träger muss weiterhin von anderen Menschen Abstand halten und die Hygieneregeln beachten. Wer bekommt wie viele FFP2-Masken? Über 60-Jährige und Personen mit Asthma, chronischer Herz- oder Niereninsuffizienz, Schlaganfall, Diabetes Typ 2 und Krebserkrankungen bekommen die vergünstigten Masken ebenso wie Personen nach einer Organ- oder Stammzelltransplantation und Frauen mit einer Risikoschwangerschaft. Wer einen Anspruch hat, bekommt insgesamt 15 Masken. Zunächst 3 kostenlose im Dezember. Dafür reicht die Vorlage des Personalausweises. Im Januar gibt es dann von der Versicherung 2 Coupons. Pro Coupon gibt es je 6 weitere Masken. Dafür muss der Bürger einen Eigenanteil von je 2 Euro zahlen.